damit herzlich willkommen zur TVO Sport Halbzeit. Wir sind hier am Kornberg, der leider schon ein bisschen trocken liegt. Das ist ja bekanntlich. Wir nähern uns dem Sommer, aber wir sind heute noch im Diensten des Wintersports unterwegs. Der Sven Trummer ist da, gelernter Skibergsteiger. Darum geht es nämlich heute. Und genau. Die Frage, die ich mir gestellt habe und die sich jetzt alle auch vor den Fernsehgeräten stellen: Was ist Skibergsteigen? Ganz einfach und simpel erklärt. Okay, Skibergsteigen ist eine Form des Alpinismus, wo man im Winter mit Skier und Fellen unten dran Berge besteigt, auf den Gipfel geht und dann die Abfahrt im unverspurten, hoffentlich schönen Pulverschnee genießt, aber auch immer abseits der Piste und abseits der gesicherten Pisten unterwegs ist. Okay, jetzt sagst du so einfach mit dem Skibergsteigen, ganz einfach, als ich das mir zuerst gedacht habe, wenn ich jetzt da hochlaufe. Ja. Das ist doch ein Ski, also da rutsche ich doch runter. Du sagst doch einfach, wir laufen den Berg hoch und fahren ihn runter. Okay. Aber irgendwie stelle ich mir das schwieriger vor, als du es jetzt gerade erzählt hast. Da brauchst du noch irgendwas dazu, oder? Ja, es braucht eine gewisse Ausrüstung dazu, die Skitourenausrüstung. Unterscheidet sich ein bisschen von der Alpin-Ski-Ausrüstung. Eine Bindung gibt's, die Bindung ist eine andere. Und ich habe unten am Ski ein Fell. Das verhindert dann das Zurückrutschen und dann ist es aber tatsächlich nicht allzu schwer, mit den Skiern hochzulaufen. Also da ist nur Fell drunter? Da ist nur Fell drunter. Verhindert quasi, dass ich dann zurückrutsche. Ja, genau. Und dann kann man beispielsweise wie hier am Kornberg an der Piste, kann man mit dem Fell unten am Ski gemütlich die Kornbergpiste hochlaufen. Oben am Gipfel mache ich das Fell runter vom Ski, stelle die Bindung wieder fest und dann fahre ich wie mit dem Alpinski wieder runter. Genau, du sagst Alpinski als erstes, als ich das gedacht habe, dachte ich Langlaufski, weil wir laufen ja mit dem Ski. Aber es ist ein ganz normaler Ski und du spannst da hinten einfach nur dieses Fell drauf. Ja, richtig. Das verhindert, dass ich den Berg runterrutsche und dann nehme ich das Fell oben ab und dann geht es wieder, aber kontrolliert dann nach unten. Jawohl, richtig. Ich klebe das Fell drauf, spanne es vorne und hinten fest und die Bindung unterscheidet sich dann vom Alpinski. Die kann ich auf und zu machen hinten, sodass ich dann wie beim Langlaufski den Fuß auch anheben kann. Richtig. Okay, das klingt einfach. Auch am Kornberg stelle ich es mir einfach vor. Jetzt glaube ich, bist du einer, der den Kornberg als, ich würde sagen, das ist nicht mehr dein Ding. Du bist ja schon was Größeres gewohnt. Ja. Da braucht man schon ein bisschen mehr, weil am Kornberg, weiß jetzt nicht, ob das möglich ist, aber Lawinengefahr, das ist ja ein ganz großes Thema. Wie schützt man sich davor? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man einfach hochläuft, ohne nichts dabei und sich dieser Gefahr frei aussetzt. Ja, also hier im Fichtelgebirge, am Kornberg, am Ochsenkopf beispielsweise, ist das Thema Lawinengefahr nicht das große Thema. Da kann man auch ohne Lawinenausrüstung gehen, aber alles andere, wenn ich im unverspurten und ungesicherten Skibereich bin, wo jetzt keine Piste ist, auf jeden Fall die Lawinenausrüstung mitnehmen. Die besteht aus dem lawinenverschütteten Suchgerät, aus der Schaufel und aus der Sonde. Diese drei Teile gehören immer zusammen und müssen immer im Rucksack sein, wenn man auf Skitour unterwegs ist. Okay, also es ist quasi so eine Art Warn, also wir gehen hier jetzt mal auf diesen Lawinenpiepser ein. Ja, ja. Wie funktioniert der genau? Jeder hat von den Skitourengehern hat so ein Gerät bei sich. Das hat man unter der Jacke und im Pullover natürlich eingeschalten. Und im Notfall würde es dann so sein, dass die nicht verschütteten Teilnehmer einer Gruppe den Verschütteten mit Hilfe des Gerätes orten können und suchen können. Das zeigt es dann an, wie weit ist der entfernt, wo ist der. Und da kommt es dann darauf an, dass man schnell ist und den Kollegen auch wieder retten kann. Du hast aber gerade angesprochen, die anderen, die mitlaufen, also das ist auch ein Hinweis, also alleine, jetzt vielleicht am Kornberg, kein Problem, das ist völlig in Ordnung, obwohl es vielleicht auch nicht gerade angebracht ist, aber wenn wir jetzt hier von richtigen Bergen reden in den Alpen, da würdest du jetzt sagen, alleine ein absolutes No-Go. Ja, also Skitouren gehen, Skibergsteigen ist kein Einzelsport, niemals alleine in die Berge gehen und im Winter schon gar nicht, also mindestens zwei, dass man zu zweit ist, dass man dann auch einmal sich retten,
dass man dann unterstützen kann, dass man sich unterstützen kann, also beispielsweise, wenn was ist. Man muss ja nicht immer vom schlimmsten Fall ausgehen, dass eine Lawine abgeht. Wo kann ich das ausüben? Jetzt mal, wo kann ich es in der Region jetzt hier bei uns in Oberfranken ausüben? Ja, bei uns ist, denke ich, der Ochsenkopf, die Piste und das Gebiet am Ochsenkopf sehr gut frequentiert von Skitourengehern. Am Schneeberg sind Skitourengeher, aber auch jetzt hier am Kornberg an der Piste kann man sich ausprobieren oder drüben auf der anderen Seite auf der Kornbergallee. Wenn da genug Schnee ist, kann man es ausprobieren. Also für den Einstieg eignen sich gewisse Pisten, denke ich, ganz gut. Ansonsten, wenn ich ins Skitourengehen sonst einsteigen möchte, dann schließe ich mich am Alpenverein an. Du bist auch Trainer? Ja. Ja. Jetzt hast du mich quasi schon halb trainiert, dass ich so ungefähr eine Ahnung habe, wie das alles funktioniert. Wie läuft die Ausbildung als Trainer ab? Was wird da verlangt? Ich kenne nur Führerscheinprüfung, Theorie, Praxis. Wie ist das beim Skitourenbergsteigen? Ich muss sicher Skifahren können. Ich sage jetzt mal in jedem Gelände und bei jedem Schnee. Und ich muss eine gewisse Grundkondition fürs Bergsteigen eben mitbringen. Also das sind so die zwei Punkte, die es braucht. Die Ausbildung zum Trainer C Skibergsteigen dauert 2 Jahre. Das sind 2 Kurse mit jeweils 10 Tagen. Und da ist es wie beim Führerschein auch mit Theorie und mit Praxis. Und am Ende jeden Kurses gibt es auch eine Abschlussprüfung. Wenn man die aus dem ersten Kurs schafft, dann darf man zum zweiten Kurs. Und nach 2 Jahren darf man sich dann Trainer C Skibergsteigen nennen. Wenn ich jetzt das Skibergsteigen lernen will, dann wo fängt man da an? Weil man muss doch, glaube ich, also ein bisschen Skifahren sollte man, glaube ich, schon können. Oder sagst du, der muss gar nichts können, ich bring dir mal alles bei? Nee, also ich bin nicht der Skilehrer. Ja. Also wenn jetzt Interessenten bei uns sich melden, sagen wir auch schon, gutes Skifahren ist Voraussetzung, weil wir eben das Skiabfahren nicht lernen, dem Interessierten. Aber alles andere, wenn er ein bisschen Kondition hat und Skifahren kann und sich zutraut, auch mal im Gelände abzufahren, dann ist er bei uns richtig im Alpenverein. Was spielt beim Skibergsteigen deine Rolle? Weil ich muss auch hochkommen. Also ja. Hoch, brauche ich da einen gewissen Fitnesszustand, der erforderlich, oder sagst du, ja, der normale? Es muss nicht der Marathonläufer sein, aber man sollte Kondition haben, vielleicht für 3 Stunden, 2 Stunden Aufstieg beispielsweise. Also, dass man sich das zutraut, dass man mal 2, 3 Stunden hochläuft. Die normale Grundkondition, genau, das reicht aus. Und das skifahrerische Können eben, dass dann oben nicht die Überraschung wartet. Achso, wie komme ich wieder runter? Wie komme ich wieder runter, genau. Du sagst 3 Stunden hoch, wie weit ist das denn dann? Ja, das sind Touren, jetzt beispielsweise, wenn man in Tirol unterwegs ist, in Österreich, in der Schweiz unterwegs sind, sind es Touren vielleicht mit 700, 800 Höhenmeter mal bis 1000 Höhenmeter. Das sind dann solche Touren, die wir machen. Oben ist dann Gipfelrast, teilweise sind dann auch Hütteneinkehr. Aber man sollte natürlich auch die Kraft haben, nach dem Aufstieg wieder abzufahren und sicher abzufahren. Fangt ihr dann im Tal an? Weil wenn wir jetzt hier anfangen würden, dann sind wir ja quasi schon am Grat zum Aufstieg. Fangt ihr dann im Tal an und dann geht es noch gemächlich los, bisschen Flachland und dann geht es erst hoch? Oder fangt ihr schon so, nicht so auf Mitte des Weges schon, sondern wenn es dann wirklich die Steigung zunimmt? Nee, die meisten Skitouren gehen wirklich im Tal los, am Wanderparkplatz, am Skitourenparkplatz, an der Liftstation, an der Talstation beispielsweise. Dann bereitet man sich vor, bereitet seine Ausrüstung vor. Der Skitourenführer checkt dann auch, dass alle Ausrüstung alle dabei haben. Das ist ganz wichtig, ne, dass wir nichts vergessen. Und ja, dann geht's los mit dem Aufstieg. Beim Skibergsteigen ist die Vorbereitung essentiell. Eine Tour zu starten ohne Sicherheitsausrüstung wäre fatal. Lawinensuchgerät, Schaufel und Sonde sind unabdingbar beim Kraxeln. Neben diesen sollte noch ein aktueller Wetter- sowie Lawinenlagebericht eingeholt werden, bevor eine Tour gestartet werden kann. Es darf auch nicht überall der Berg erklommen werden. Bei der Besteigung sollten unbedingt Wald- und Wildschutzgebiete beachtet werden. Ein Sport, bei dem es also viel zu beachten gilt, der nicht einfach aus dem Stegreif betrieben werden sollte. Deshalb kümmert sich der Alpenverein um die Neulinge der Sportart. Über 2000 Mitglieder zählt der Alpenverein in der Sektion Hof. Zweiter Vorsitzender dort ist Jochen Pfaff und hilft Anfängern beim Erlernen der Alpinsportart
Und dabei legt der Verein einen großen Wert auf Umweltfreundlichkeit. Der Alpenverein seit über 150 Jahren in Deutschland aktiv, in Österreich aktiv und bündelt eigentlich alle Bergsportarten, die es so gibt. Also vom klassischen Wandern über Klettern, über Skitouren gehen, über Skifahren bis hin zu dem Naturschutz. Wir sind einer der größten Naturschutzvereine in Deutschland. Du sagst, ihr seid einer der größten Umweltvereine. Das ist eigentlich total interessant. Denkt man ja gar nicht. Jetzt weiß ich, wenn man jetzt auf den Mount Everest klettert, der ist jetzt zwar hier nicht in der Gegend, aber da findet man nicht nur viele Leichen, sondern auch sehr viel Müll. Mhm. Würdest du sagen, das ist ein Problem hier in der Gegend, dass die Leute sehr viel Müll liegen lassen? Nein. Also hier bei uns in Oberfranken, wenn man hier am Kornberg unterwegs ist oder im Fichtelgebirge Frankenwald, also Müll sehe ich hier nicht unbedingt als großes Problem. Es gibt da, wo eine Stadt ist, wo ein Dorf ist, wo eine Lokalität ist, gibt es sicherlich mal auch ein bisschen Papier oder Müll, aber das ist kein großes Problem bei uns. Okay, das ist wahrscheinlich einer der Tipps, die ihr den Leuten mitgibt, aber wenn das nicht das Problem ist, was gibt ihr umweltmäßig, Umwelttipps mit den Leuten, wenn sie auf dem Berg kraxeln? Ja, wenn man rausgeht in die Natur, sollte man sich auch so verhalten, dass man eben die Natur und die Tierwelt draußen nicht stört. Gerade im Wintersport, beim Skibergsteigen, keine Gämsen, keine Steinböcke aufschrecken zu Zeiten, wo sie in der Schonung sind und. Also da gibt es schon Dinge, die man einfach unseren Mitgliedern beibringt, Sommer wie Winter. Okay, du sagst auch beibringen, ihr bringt ihn bestimmt nicht nur bei Umwelt, sondern auch das Skibergsteigen. Ist es so, es ist kein leichter Sport, man kann ja nicht einfach jetzt hier den Berg hochlaufen und dann schön runterfahren, dafür ist es ein bisschen zu gefährlich. Wenn ich jetzt quasi Anfänger bin, wäre es gut quasi, wenn ich erst zu euch kommen würde, oder? Also mit Sicherheit macht es Sinn, jeden Sport zu lernen, durch einen Trainer, durch einen Übungsleiter wirklich fachlich von Anfang an zu lernen. Und da sind wir in dem Bergsport einfach diejenigen, die den Leuten das beibringen. Jetzt gehen wir noch mal kurz zurück zum Skibergsteigen, weil das ja unser Thema ist in der Sendung. Was ist da quasi eure Aufgabe? Also du hast gesagt, Umwelt, klar, aber es ist auch schon so, dass dieser Sport, ihr hättet glaube ich schon gerne, dass die Leute, bevor sie jetzt einfach hochlaufen, blind erst zu euch kommen, weil es doch nicht ganz so ungefährlich ist, da auf einem Berg hoch zu laufen mit Skien. Genau. Das eine ist der Naturschutzgedanke, was wir eben ja schon angesprochen haben. Und das andere ist natürlich auch die Gefahr, die der winterliche Sport einfach hergibt. Also Lawinengefahr in den Bergen, ob das ein Steinschlag ist, was auch immer. Wetter, man kann sich verlaufen. Und deswegen sollte man grundsätzlich immer zuerst das Ganze in einem Verein mit einem Tourenführer oder auch mit einem Bergführer einfach trainieren. Trotz des kommenden Sommers geht es für die Männer und Frauen um Sven Trummer und den Deutschen Alpenverein weiter hoch hinaus auf die schneeweißen Alpenspitzen. Wer kennt diese unangenehme Situation nicht? Das Wasser fließt einfach nicht mehr ab. Mit modernsten Reinigungsgeräten und Kameratechniken hilft Ihnen Kanal Türpe Tag und Nacht gerne weiter. Selbstverständlich führt Kanal Türpe auch gesetzliche Dichtheitsprüfungen oder Kanalreparaturen ohne aufzugraben aus. Kanal Türpe, Ihr Partner rund ums Abwasser. Na, durstig? Mehr braucht es nicht für die perfekte Erfrischung. Ganz viel fruchtiger Geschmack, abgefüllt in deiner Region. Natürlich für dich. Libella. Echt fruchtig frisch. Bäder bauen macht einfach voll Spaß. Der Kunde kommt hier rein und verliebt sich. Er hat nur einen Ansprechpartner und das sind wir. Wunderbar. Oft ist nach einer Stunde schon die komplette Beratung fertig. Wir ziehen Trockenwände hoch, legen Fliesen, bauen die Elektrik ein. Es gibt im Bad nichts, was wir nicht können. Der Kunde bekommt von uns sein Rundum-Sorglos-Paket. Da steht einfach eine klasse Mannschaft dahinter. Die Zeiten ändern sich. Ein Gagelbad bleibt ein Gagelbad. Die neue Generation Bad. Gagel in Bad Staffelstein. Direkt neben der Aral-Tankstelle. Abwechslungsreich, oder? Das ist noch lange nicht alles. Eine gute Arbeitsatmosphäre, immer ein offenes Ohr und persönliche Weiterentwicklung, die zu dir passt. Mach den ersten Schritt zu dir und starte in diesem Jahr eine Ausbildung in deinem DM-Markt. Alle Infos unter dm-jobs.de/erster-schritt. Für Sie in ganz Oberfranken.
auch in Ihrer Nähe.